Herzlich willkommen zu einem kleinen Extrapart. Oder besser gesagt, zu einem kleinen Let's Read der Modbücher. Ja, und zwar heute haben wir Wie trainieren Sie Ihre Pferde? Das Handbuch für Pferdebesitzer. Ein Lehrbuch von Hauptmann Matthäus Legate. In all den Jahren als Bestandteil der glorreichen Armee des Imperiums hatte ich keinen treueren Begleiter als mein Schlachtross, Batadesh. Mit sicherem Schritt führte sie mich flink durch die Schlacht, entschieden in den Kampf und lebend heim. Unser Erfolg beruhte auf unserer besonderen Verbindung. Batadesh verstand jeden meiner Befehle und führte ihn sofort präzise, ja intuitiv aus. Sie war die perfekte Begleiterin und ich habe keinen Zweifel, dass das nicht zuletzt an ihrem sehr guten Training lag. In Erinnerung an Batadesh schreibe ich dieses Buch in der Hoffnung, dass Sie, der Leser, eine Bindung mit Ihrem Pferd eingehen, wie auch ich sie mit meinem hatte. Bitte passen Sie genau auf, denn ich werde Sie bis ins Detail in die Geheimnisse einer hervorragenden Ausbildung von Pferd einweihen. Ich lehre Sie von den Grundlagen bis hin zu Tipps und Techniken alles, was man als Besitzer eines Pferdes wissen muss. Eine Einführung. Hallo und danke für den Einsatz von Bessere Pferde. Nein, dieses Buch wird Ihnen nicht bis ins Detail alles über Pferde beibringen, aber es ist kein deutsches Wort. Wird Ihnen bis ins Detail alles über dieses Plugin vermitteln, was Sie wissen müssen. Innerhalb dieser Seiten finden Sie die komplette Dokumentation für bessere Pferde. Ich bitte Sie, es zu lesen, bevor Sie irgendwelche Fragen stellen, da die Antworten auch in diesem Buch stehen könnten. Es wird Ihnen auch ein umfassendes Verständnis von dem geben, was dieses Plugin auf sich hat und was es tut. Wird das Plugin geupdatet, wird auch dieses Buch neue Informationen enthalten. Also denken Sie daran, es nach einem Update erneut zu lesen. Die Pferdeeigenschaften. Bessere Pferde stellt eine umfangreiche Sammlung von Funktionen, um die Pferde in Skyrim einschließlich Sattentaschen, Trampeln, Pfeifbefehlen, Flucht und viel mehr zur Verfügung. Bitte lesen Sie zur ausführlichen Erläuterung jede einzelne Funktion weiter. Viele der folgenden Optionen sind optional und einstellbar. Die meisten Optionen stellen Sie im Bessere Pferde-Menü ein, das sich öffnet, sobald Sie dieses Buch zu Ende gelesen haben. Um diese Einstellungen zu widerrufen, tippen Sie Set Horse Settings to irgendwas, was ich nicht lesen kann, in Ihre Konsole ein. Pferderassen. Wichtig für das Training ist natürlich auch, welche Rasse das Pferd angehört. Verschiedene Rassen haben auch leicht unterschiedliche Fähigkeiten. Das sollte man im Auge behalten. Bringen Sie Ihr Pferd dazu, seine Stärken auszuspielen und lernen Sie selber, mit seinen Schwächen umzugehen. Bisher unterschieden sich die Pferde nur durch ihre Farbe, jetzt auch durch die Fähigkeiten. Schwarz. Schwarze Pferde, Schattenmähne eingeschlossen, sind wie geschaffen für lange Ausritte. Minus 25 Geschwindigkeit, plus 200 Ausdauer. Schwarz und Weiß. Diese Pferde sind ideale Streitrösser, plus 100 Gesundheit. Plus 100% Schaden durch Niedertrampeln, minus 50 Tragkraft. Braun. Braune Pferde sind Allrounder. Sind sozusagen die Vanille-Einstellungen. Grau. Graue Pferde sind die perfekten Packpferde. 200 Tragkraft. Plus 200. Minus 50 Geschwindigkeit. Palomino. Palomino-Pferde sind die schnellsten in Skyrim. Das gleiche gilt für Frost. Plus 25 Geschwindigkeit. Plus 50 Ausdauer, minus 100 Gesundheit, minus 150 Tragkraft. Feigheit. Es ist wichtig anzumerken, dass die meisten Pferde von Natur aus Feiglinge sind. Sie können erwarten, dass ihr Pferd sie in der Schlacht unterstützt, nicht dass es für sie kämpft. Alle Pferde werden sich nur noch im Kampf engagieren, wenn sie gezielt dazu angewiesen werden. In den meisten Fällen werden Pferde in einen sicheren Abstand fliehen, wenn Feindseligkeiten auftreten. Dieses Verhalten ist natürlich ausgeschlossen, wenn das Pferd geritten wird oder Sie befohlen haben, ihnen zu folgen. Diese Funktion ist optional, Sie können sie für alle Pferde mit Ausnahme von Frost- und Schattenmähne, alle Pferde einschließlich Frost- und Schattenmähne oder keine Pferde aktivieren. Unsterblichkeit und Gesundheit. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr Pferd vor allem Formen von tödlichen Schaden bewahren. Ein totes Pferd ist ein schlechter Verbündeter und mit der Zeit wird es stärker, solange es nicht stirbt. Das merkwürdige Schaben könnte gut für Ihr Pferd sein. Alle Pferde sind jetzt unsterblich. Dies ist eine optionale Funktion. Sie können wählen, ob nur Frost- und Schattenmähne
alle Pferde oder keines unsterblich sein soll. Wenn Sie Unsterblichkeit deaktivieren, können Sie stattdessen die Gesundheit der Pferde einstellen. Dies ermöglicht Ihnen einen Kompromiss zwischen einem unsterblichen Pferd und einem Toten. Pferderuf. Es ist nicht einfach, ein Pferd zu lehren, auf Ihre Stimme zu reagieren. Wenn Sie nicht über Talent verfügen, kann es eine Menge Übung nötig sein. Allerdings, wenn Ihr Pferd Sie verstehen kann, ist Ihre Stimme zu einem mächtigen Werkzeug geworden. Durch das Lesen dieses Buches haben Sie die Möglichkeit, Pferden mit einer Reihe von Pfeifen, Befehle, aber auch magische beizubringen. Um diese Befehle zu verwenden, müssen Sie nur die Pferderufzauber lernen. Wenn Sie das getan haben, identifiziert bessere Pferde automatisch den besonderen Pfiff, den Sie benötigen, und wenden ihn an. Komm! Ist Ihr Pferd in der Nähe, wenn Sie den Ruf nutzen, wird es Ihnen ab jetzt anfolgen, vorausgesetzt, das hat es nicht schon vorher getan. Denken Sie daran, auch wenn Sie nicht an einem Kampf teilnehmen, werden Pferde nicht fliehen, wenn Sie den Befehl zum Folgen erhalten haben. Steh! Wenn das Pferd Ihnen schon in der Nähe folgt, wird der Ruf es veranlassen, die Verfolgung einzustellen und auf der Stelle zu stehen. Es wird nicht mehr folgen und an dieser Stelle stehen bleiben, bis Sie aufsteigen oder an die Satteltaschen gehen. Ruf aus der Ferne. Ein kleiner Rechtschreibfehler. Es ist Ihr Pferd. Ist Ihr Pferd außer Hörweite, können Sie es mit einer himmlischen Pfeife rufen, wenn Sie Magie zur Verfügung haben. Das hat den gleichen Effekt auf das Pferd wie der Standard-Komm-Ruf und verbraucht 25 Magika. Beschwörender Ruf. Ist Ihr Pferd sehr weit entfernt und Sie haben die Magie zur Verfügung, kann die himmlische Pfeife es zu Ihnen teleportieren. Es erscheint an Ihrer Seite und wird Ihnen nun folgen. Dieser Ruf kostet 100 Magika. Ignoranz. Alle Pferde haben dieses natürliche Talent zum unablässigen Starren. In meinen frühen Jahren mit Butterdash empfand ich das sowohl als störend wie auch gruselig. Ich würde Ihnen empfehlen, so schnell wie möglich zu lernen, diesen Blick zu ignorieren, da er sich nie ändern wird. Wenn Pferde Sie erkennen, wird Ihre Schleichanzeige nicht mehr funktionieren. Einfach ausgedrückt, scharfsinnig wie Pferde sind, ignorieren Sie Ihr Schleichfadenkreuz. Geschwindigkeit. Wenn es eine Sache gibt, die ein Pferd mehr als alles andere tun kann, ist es, dich schnell zu anderen Orten zu tragen. Durch bessere Pferde können Sie die Geschwindigkeit aller Pferde auswählen. Galoppieren. Um das Effizienteste an Geschwindigkeit aus Ihrem Pferd herauszuholen, fordern Sie es so oft wie möglich. Je besser ein Pferd trainiert wird, umso länger ist es in der Lage, vollen Galopp zu laufen. Die Ausdauer der Pferde ist jetzt ebenfalls auswählbar. Sie bestimmen, wie lange Ihr Pferd galoppieren kann. Satteltaschen. Mit dem richtigen Geschirr um die Brust kann Ihr Pferd seine natürliche Kraft voll ausnutzen. Achten Sie darauf, dass der Sattel einen guten Halt hat, damit das Pferd Ihre Lasten tragen kann. Achten Sie aber auch darauf, ihm nicht zu viel Gewicht aufzuzwingen. Ein belastetes Pferd ist nur halb so nützlich wie ein ausgeruhtes. Das Inventar aller gesattelten Pferde ist jetzt zugänglich. Aktivieren Sie Ihr Pferd im Schleichmodus und anstatt es zu besteigen, haben Sie nun Zugriff auf die Satteltaschen. Zutreten. Ich hatte bereits das natürliche Talent Ihres Pferdes für Geschwindigkeit erwähnt. Eine gute Möglichkeit, sich dieses Talent zunutze zu machen, ist es, Ihre Feinde über den Haufen zu reiten. Sollte ein Pferd, das Sie reiten, mit einem anderen NPC kollidieren, während es sprintet, wird es ihn niedertreten. Das Niedertrampeln wird für den NPC Auswirkungen haben und kann erheblichen Schaden verursachen. Es darf angenommen werden, sich die NPCs rächen, sobald sie wieder auf die Beine kommen. Diese Funktion ist optional. Sie können sie für alle oder nur gegen feindliche NPCs aktivieren. Matthäus Legate. So, und das ist jetzt nur noch ein paar Unverträglichkeiten zu anderen Mods. Und ein kleiner Abschied. Ich schicke meinen Dank ins Nexus Forum an Nezaname, der mir geholfen hat. Und dem Creation Kit zu wechseln. Was das anreißen soll, keine Ahnung. Geek. Da ist auf jeden Fall das Geek von Fallout. Super. Und Fußpilz auf YouTube. Für die Soundeffekte vom Pferderuf. Das ist schön. So, in Erinnerung an Butterdash. So, das war's erstmal mit dem Büchlein. Und im gleichen Part, ziemlich am Ende des Parts, vom Hauptvideo also, das ist ja hier nur erst ein Read, nehmen wir uns noch das letzte Modbüchlein vor. Ich hoffe, ihr guckt euch das auch an. Ich wünsche euch was.